Herzlich willkommen, liebe BFC Preußen TV-Zuschauer, liebe BFC Preußen-Fans, zu dem WTG-Topspiel Teutonia Spandau gegen BFC Preußen. Und ihr seht heute die Highlights dieser Partie. Wow. War das so angenehm? Wow. Ja, war angenehm. Das war geil. Sehr schön. Ja, Teutonia als Aufsteiger auf Platz 3, lieber Nidal. Das hätte auch keiner erwartet. Wolki, der Trainer sozusagen, hatten wir uns unterhalten kurz vorm Spiel. Er sagte auch, er ist schon seit weit über 19 Jahren hier bei Teutonia Spandau. Und die haben sich halt kontinuierlich entwickelt. Das ist schon der Wahnsinn, was die Spandosia hier so alles auf die Zauberhütte machen hier. Denkt bitte daran, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und lasst uns einen Daumen nach oben da, so dass wir im Prinzip ja sozusagen entlohnt werden dafür, richtig? Genau. So, und wir sehen auch Teutonia hier links im Bild, die Mannschaft in grün. Die stimmen sich hier nochmal ein. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, und zwar wird die Partie geleitet von Martin Hagemeister Kühn. Wenn der schlecht aufkommt, aber Pascal Kühn ist da. Wahnsinn. Also was angenehm ist anders, oder, Nidal? Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt. Ja, die Sonne lässt sich heute nicht blicken, lieber Jalle. Jetzt, Stefan, unser Standardspezialist. Schöner Ball rein. Da ist Patrick Breitkreuz. Oi. Nidal, wie in meinen guten Zeiten. Wahnsinn. So kam ich zwar noch nie, aber. Wahnsinn, Breitkreuz. Kein Abseits. Und jetzt mal wieder auf die andere Seite, Exxon Ismaeli. Das ist Patrick Breitkreuz. Und es gibt die erste Ecke. Und da hat man einfach mal gesehen, auch Jalle, wie schwierig der Ball wird, gerade wenn er so dermaßen nass ist. Ja. So, Gefühl. Wir unterbrechen den Livestream, wegen Moderatoren sind nass. Aber alles für die Community, alles für BFC Preußen TV. Schön, dass ihr da seid. Und es macht immer wieder Spaß, bei euch live dabei zu sein. Oder mit euch live dabei zu sein. Und wie ihr ja wisst, am Dienstag gibt es dann die Highlights zum Spiel zwischen 17 und 18 Uhr. Also am Dienstagabend dürft ihr die Highlights nicht verpassen. Jetzt wird es gefährlich. Schiedsrichter sagt Vorteil. Oh! So, und Enrico zoomt auch schön rein. Das macht er super. Aber ich höre uns auch zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Unsere Jungs. Sehr guter Ball. Jetzt da kommt der Ball! Nein! Und Romario Hartwig macht ihn nicht. Haben wir schnell gemacht, den Ball. Also das war gut. Hat mir gefallen. Das war mal so ein Angriff, der like Preußen war. Pass auf, der Ball kommt, Jalle. Das ist jetzt dein Part. So, schwenk mal rüber zu Jalle, lieber Enrico. So, wird's funktionieren? Jawohl, Jalle. Das Schlimme ist jetzt, hier auszurutschen und sich den Oberschenkelhals zu brechen. Also. So, das heißt also, auch dieses Jahr kommen wir viel rum, liebe BFC Preußen TV. Und nächstes Jahr erst. Warte ab. Warte ab. Wenn es denn irgendwo nach Schwerin geht, Rostock geht. Also so sieht es ja zumindest erstmal aus. Ja, dann schickst du mir tolle Bilder, lieber Jalle. Das ist jetzt mal. Oh, da wird ein bisschen gestoßen. Aber kein Foul. So, jetzt kommt Teutonia. So, die sind schnell. So, kein Abseits. Oh. Lieber Jalle, das war sehr, sehr schwierig. Da müssten wir mal eine Linie ziehen. Oh. Ja, da kommt noch von hinten. Hier sehen wir die Szene. War von der Standardabteilung einstudiert. Ja. So. Schöne Ballannahme. Dreht sich. Und die nächste Chance für die Teutonen. Bei 0:0. Eigentlich ein schnelles Spiel auf beiden Seiten. Das geht hin, her. Aber wir hatten. Ich finde es von uns sehr schläferig, muss ich sagen. Weil genau in den Schnittstellen, wo wir schnell sind, spielen wir langsam, nehmen das Tempo raus. Exxon macht den Weg immer zurück, anstatt nach vorne. Ich finde es von uns sehr, sehr schlecht gespielt. Ich weiß nicht, ob man da Elfmeter geben kann, ist ja egal. Ich glaube, das Tor von Teutonia ist ein Tor. Das ist kein Abseits, würde ich tippen, weil er aus der Tiefe kommt. Ja. Und da sieht man mal, was man mit Kampf, was Teutonia hier auf die Palette bringt. Ist einfach gut. Und wir sind heute nicht da, muss ich ganz klar sagen. Also
kann hier gar keinen Spieler rausnehmen. Ja? Breiti ist zwar verletzt, sieht man. Geli schläft und Urjan versucht das Bestmögliche. Fabi überhaupt nicht da. Katastrophe. Woran liegt's? Was meinst du? Ist das wettertechnisch oder sind die Jungs platt, K.O.? Nein, du musst dich auf die Gegner einstellen. Mhm. Und da kannst du nicht hier auf dem Platz kannst du keinen Zauberfußball spielen. Da musst du Karo einfach spielen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum wir aus 18 Metern nicht aufs Tor schießen. Wollen wir ihn reintragen? Also was ist das für ein Schwachsinn hier? Das hatten wir auch. Also das hatte ich auch bemerkt gehabt oder angemerkt gehabt im Stream. Hab gesagt, es ist heute, wir haben kaum Abschlüsse, kaum Torabschlüsse. Und die Teutonen machen das richtig. Die pressen schön, sind gut organisiert und kennen natürlich ihren Platz in- und auswendig. Aber da ist es halt so, auf dem Platz kannst du technisch nicht brillieren. Da musst du halt übers Kämpferische kommen. Und das macht Teutonia uns heute vor hier. Teutonia spielt Karo einfach Fußball. Auf dem Platz kannst du nur so spielen. Die spielen es so, hauen sich 100% rein. Und wir denken, wir können es hier im Sommerfußball rüberbringen. Blödsinn, bin echt sauer, weil das ist wirklich schwach. Jetzt brauchen wir aber mal aufmunternde Worte. Du hast ja immer so eine Halbzeit, da kommt noch was, da passiert noch was. Halten wir heute auch fest, kommt da heute noch was von uns? Ja, ich glaube, Kevin wird das 1-0 machen und dann geht es hier ab. Wenig, Pierre, vielen, vielen Dank. Aber ich muss dem Schiedsrichter wirklich ein großes Lob zollen. Ja, der hat echt die Ruhe weg, der Junge. So finde ich gut. Heute. Mehr von diesen Referees, bitte. Ganz kommt großes anders. Kino, was der Referee hier auf den Platz bringt heute. So, und das ist Kevin Godinho. Ecke. Das müsste aber Ecke gehen. Einer dran gewesen? Ja. Ja. Der hat er gesehen. Wirklich ein super Auge. Hat er gesehen. Der hat ein super Auge, ne? Also einer der besten Schiedsrichter bis jetzt in der Berliniga, die ich jetzt gesehen habe. Großen Respekt. Also unabhängig davon, dass er jetzt, wo wir zweimal Glück hatten, also das eine Abseitstor war kein Abseits, muss man sagen, so wie es ist. Aber dafür kann er ja nichts, seine Assistenten sind ja da. Und jetzt könnte es aber mal klingeln, Männers. Kommt. Ihr seht, wir müssen hier vorsichtig sein, wenn wir uns freuen, sonst haben wir irgendwann einen Regenschirm auf dem Kopf oder so. An der Kamera aber bitte objektiv. Nee, wir können nicht, wir sind Preußen TV. Also, wenn wir jetzt ein unabhängiger Sender wären, dann ja. Jetzt aber der Eck von Stefan, der kommt, da ist er! Tor! Und wieder hat das dynamische Duo zugeschlagen, Mensch! Stefan Bremer, Patrick Breitkreuz, 1-0! Für unseren BFC Preußen. So, und wir sehen die Bank. Als ob ich schon ein Gefühl hatte. Sorry, Männers. Und Daniel Feubert ist glücklich. Da ist er, da ist er. Und da geht er hoch zum Kopfball. Das war mal wichtig, Nidal. 1-0 für unsere Jungs, Junge. Perfekt. Klasse Ecke und klasse Kopfball. Ich glaube, das liegt an unseren Young Boys. Die gerade wieder Alarm machen. Die waren in der ersten Halbzeit nicht da, Jalle? Oder? Doch, die waren da, aber der Trommler war noch nicht ja, da. Ja. So, also, Jalle, und ich würde auch noch mal gerne erklären für die Community, warum es wichtig ist, dass wir unsere 1000 Abonnenten knacken, lieber Jalle. Ja, bitte. So, aber jetzt haben wir erstmal kurz einen Angriff. Die Teutonen, und das ist nicht dabei! Und das war die Latte. Was war das für ein Schuss? Wo hat er den hergeholt? Wo hat er den hergeholt? Ein Wahnsinn. Ein super Schuss. Es kann schnell gehen. Und diese Szene zeigt uns einfach, dass die Teutonen nicht abzuschreiben sind. Nie und nimmer. Das haben sie in der ersten Halbzeit schon bewiesen, die Jungs. Dass sie kicken können, dass sie wollen, dass sie bissig sind. Und da rettet wenn die wir Latte. Da nicht vorgewarnt sind, Nidal, dann weiß ich nicht, wo wir anfangen sollen. So, Teutonia mit der Ecke. Jetzt grün. Aber auch dort ist Patrick zur Stelle und versucht, den Ball zu klären. Aber jetzt. Und faul. So, das ist Ojan Yilmaz. Yilmaz. Erkannt. Mit der Reingabe. Was für ein Ding. Was für ein Ding. Klasse Parade vom Schlussmann. Beide Seiten gut gemacht. Auch stark von Ojan Yilmaz. Okay, aber was ist... das war Pascal Kühn, unsere Nummer 1. Hat er den rausgeholt? Was klasse Torwartparade. Ja, waren wir kurz unaufmerksam. Und jetzt aber an ihre Richtung. Kann man pfeifen? Ja, jetzt gibt es auch die gelbe. Aber Teutonia wird mutiger. Mutiger und stärker. Und wir müssen jetzt aufpassen, Matteo. Oh, Pascal Kühn mit der Glanzparade. Wahnsinn! Was Pascal Kühn heute hier wieder fabriziert, Jalle, ist nicht von schlechten Eltern. Den macht Mathieu aber nochmal gefährlich, hast du gesehen? Ja. Da schießt er den grünen Spieler an und der wird so, aber dann kommt Pascal.
Ja. Das ist Pascal. Also das Trikot von Pascal Kühn möchte ich mir nachher noch mal genauer anschauen. Es wird braun sein, Jalle. So, das ist unsere brasilianische Zaubermaus. So, Galicio Banze. Und Janiel Mas. Der Ball ist noch im Spiel. Flanke kommt! Bisschen glücklich, da entwickelt er nicht die notwendige Schärfe. Da kommt der Ball. Auf den Kopf? Auf den Kopf. Auf den Kopf. Komm, Junge. Langer Pfosten. Exxon. Ja, komm, Matteo. Matteo. Und dann macht es italienische Zauber. Und es steht 2:0. Zur richtigen Zeit. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt die Räume denn gehabt und haben das endlich mal genutzt. 2:0 für unseren BFC. Und unser Torschütze, unsere Nummer 11, Kevin Godinho, unsere brasilianische Zaubermaus. Gut gemacht von Exxon, der weiterleitet auf Matteo, der ihn schon einschieben kann. Aber er ist ganz selbstlos und leitet den Ball weiter an den besser stehenden Kevin. Und der schiebt dann den zum 2:0 ein. Ich glaube, das war's. Ich entscheide mich mal. Es sind noch 2 Minuten zu spielen, höchstens regulär. Und unsere Jungs gehen mit 2:0 in Führung, Nidal. Was sagst du? Super. Super. Also genau das sind die Antworten, die auch Daniel Vollbart möchte. Weiterspielen bis zur letzten Sekunde und irgendwie noch das 2:0 zu schießen. Und jetzt pfeift er ab. Dieses Spiel endet 2:0 für den BFC Preußen. Aber Teutonia hat wirklich eine klasse Partie abgeliefert. Ja, muss man sagen, die Jungs von Teutonia haben hier wirklich eine starke Partie gespielt und uns 90 Minuten das Leben absolut schwer gemacht, Nidal. Das war brutal. Aber scheinbar hat unser Coach Daniel Vollbart die passenden Worte in der Halbzeit gefunden. 100%. Und auch die Jungs weiterhin so eingestellt, sodass sie sich heute wieder die 3 Punkte redlich verdient haben. Und ich bin echt stolz auf diese Truppe. Ja, wir machen jetzt erstmal kurz Pause. Die ganzen anderen Highlights seht ihr natürlich wie immer dienstags. Nicht vergessen. Und deswegen abonniert schnell den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Ich hoffe, dass wir die 40 erreicht haben. Nidal. Und ja, gucken wir mal. Genau, und auch von meiner Seite einen schönen Restsonntag für heute, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann am Donnerstag in aller Frische, wenn es heißt Empor. Empor. SV Empor. Wir sind wieder bei Empor. Das waren 3 Auswärtsspiele jetzt hintereinander. Aber wir hatten davor auch, glaube ich, 3 Heimspiele zu Hause. Und wir sehen uns definitiv bei Empor wieder. Ich sag, wir würden beenden. Interviews gibt es denn bei den Highlights, würde ich sagen. Bei den Highlights. Dafür sind sie da, damit wir zu den Highlights die passenden Interviews mit reinschneiden können. So, und hier sehen wir die Schiedsrichter, die verlassen gerade den Platz. Eine wirklich tolle Leistung. Hut ab, meine Herren. Gute Leistung. Großen Respekt, super geleitetes Spiel. Hito. Und wir verabschieden uns, Jalle und Nidal von BFC Preußen TV. Vielen Dank. Bis Donnerstag. Herr Vollbart. Haben wir geschafft, ne? Wie schätzen Sie denn das Spiel ein? Es war schwer. Es war sehr, sehr schwer für uns. Teutonia hat uns alles abverlangt im körperlichen Bereich. Wir haben es erste Halbzeit nicht gut gemacht. Wir haben erste Halbzeit zu viel klein-klein gespielt auf diesem Boden. Dadurch haben wir es Teutonia sehr leicht gemacht, die Bälle abzufressen, in Tiefe zu spielen. Wir standen oft unter Druck. Es ist erste Halbzeit nicht viel passiert, auf beiden Seiten nicht. Aber Teutonia war ein Tick besser in der ersten Halbzeit. Dann kam die zweite Halbzeit, dann haben wir es ein bisschen geändert. Jetzt haben wir mehr Tiefenläufe für uns entdeckt, dann haben wir auch schneller variiert, über die Seiten zu spielen. Und dann sind wir auch gut reingekommen. Aber Teutonia, ein Unentschieden, glaube ich, wäre hier heute ihr Recht gewesen. Aber ich finde es toll, wie die Jungs sich immer wieder reinknien, wie die Jungs immer wieder Gas geben und die Spiele gewinnen, obwohl sie wissen, sie sind schon durch. Jetzt gehen wir ja mit 0-0 in die Kabine. Herr Vollbart, da müssen ja Worte gefallen sein, weil das war ja ein ganz anderes Auftreten von der Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit. Also muss schon gefruchtet haben, die Ansage, oder? Uns nicht unterhalten. Und haben gesagt, jetzt müssen wir eine Schippe drauflegen und dann haben sie es getan. Super. Daniel Vollbart, herzlichen Dank. Was geht heute noch? Ach, jetzt muss ich erstmal warm werden und trocken werden. Ich stand gestern bei der U19 lange auf dem Platz. Da war ich schon durchgefroren. Jetzt hier, mal sehen, wie ich den Montag überlebe. Super. Herr Vollbart, herzlichen Dank und einen schönen Tag. Dankeschön. Herr Wolk, 2:0. Ihre Einschätzung zum Spiel? Ich glaube, das war das Topspiel der Woche tatsächlich. Es ging hin und her. Also wir haben gut gespielt, ein bisschen Pech gehabt, sag ich mal, in den Abschlüssen, weil der Torwart gut gehalten hat. Und aber ich glaube, wir sind zufrieden. Also ich sag mal, man darf so 2:0 verlieren. Ich glaube, wenn wir hier ein 1-1 machen, ich hätte es gerne gesehen.
wäre bestimmt interessant geworden, aber ja, Preußen hat gute, eine hohe Klasse. Ja, ist einfach so. Sind abgebrüht denn. Ja, und dann ist es okay. 2-0 ist okay. Wir sind trotzdem zufrieden. Der Jaco hat da auch wirklich ein bisschen rumgewirbelt. Der hat den Fabio Engel hat nicht leicht gemacht heute. Ja, Jaco ist natürlich vom Tempo her ein Ausnahmespieler in dieser Liga. Kann dann auch noch mit Ball, ja, diese Tempo aufnehmen. Ja, ist immer schwer, ihn zu verteidigen. Also, haben viele, viele Mannschaften schon Probleme gehabt, ja. Wurde auf jeden Fall ein spannendes Spiel geboten, ja. Und dafür bedanken wir uns recht herzlich, ja. Auch dass Sie sich jetzt im Interview gestellt haben. Alles Gute und schönen Sonntag. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ich habe hier den Co-Trainer Torben Marx. Torben, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das war das erwartete Kampfspiel, hier auf dem Rasenplatz mit Regen. Ja, waren natürlich viele lange Bälle dabei, viele Zweikämpfe. War nicht ganz so einfach, den Ball laufen zu lassen. Aber die Mannschaft hat es dann gut angenommen und ja, zwar auch ein bisschen glücklich, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns. Jetzt gehen wir mit 0-0 in die Kabine, Torben, und die Mannschaft kommt raus. Matchplan aufgegangen? Ja, wie gesagt, es war nicht einfach auf dem Platz, wirklich Fußball zu spielen. Aber die Mannschaft hat den Kampf angenommen. Dann haben wir ein wichtiges 1-0 natürlich gemacht durch eine Standardsituation. Da sieht man auch immer, wie wichtig Standards sind im Spiel. Das war so ein bisschen der Dosenöffner. Und hinten haben wir dann super verteidigt, muss ich sagen. Hatten heute mit dem Pascal auch einen überragenden Torwart. Und ja, sind jetzt natürlich super happy, dass wir so ein wichtiges und schwieriges Spiel gewonnen haben. Super. Torben Marx, herzlichen Dank. Ja, gerne. So, unser sportlicher Leiter Pierre Seifert auch hier. Pierre, ich war jetzt in der Halbzeit drin gewesen. Ich habe dein Interview nicht gehört. Warst du ein bisschen angefressen? Ja, ich war ein bisschen angefressen, weil ich wusste, dass Teutonia kämpft. Und ich hatte so das Gefühl, dass du das so runterziehst, dass du das so locker, ein bisschen locker sehen. Und ich glaube, Volli hat die richtige Ansprache getroffen. Deswegen sind wir auch in der Pause so rausgekommen. Ich hatte Kevin Godinho gesagt, macht das 1-0, aber der hat erst das 2-0 gemacht. Okay, aber die Teutonen, die waren wirklich nicht ohne heute, oder? Ja, du, auf dem Platz, die wussten genau, wie sie spielen müssen. Lange Bälle, hier kannst du nicht Sommerfußball spielen. Hier musst du schnell die Bälle wieder loswerden. Die waren sofort, wenn wir einen Ball hatten, mit zwei Mann drauf und haben sie gut gemacht. Und auch Pascal Kühn? Ja, super, deswegen haben wir ihn ja geholt, weil er genau dafür da ist, mal so ein Spiel zu retten. Er hat ja in der Saison leider nicht so viel Möglichkeiten, sich so auszuzeichnen. Heute hat das einfach mal gezeigt, dass er ein Top-Torwart ist. Sportliche Leiter Pierre Seifert, herzlichen Dank dir. Sehr gerne. Guten Tag. Robert Dierichen vom Trainerstab. Robert, jo. Deine Einschätzung zur Partie? Ja, wir sind schwer reingekommen. Ne? Das sind natürlich die Witterungsverhältnisse. Viel, viel schlechter kann man es nicht erwischen. Knapp über 0 Grad, Regen, windig. Aber alle haben die gleichen Verhältnisse. So, ne? Wieder auf dem Platz gespielt, nach 5 Monaten gefühlt das erste Mal. Haben wir ein bisschen gebraucht, zum Reinen zu kommen. Keine riesen Sachen zugelassen, haben es dann runtergespielt, haben uns reingearbeitet. Und nachher verdient auch gewonnen, würde ich sagen. Das haben wir dann gut zu Ende gespielt. Haben natürlich einen überragenden Torwart, der uns dann ein, zwei Mal noch den Arsch rettet. Und hinten raus setzt sich dann halt eine Spitzenmannschaft durch, sage ich. Super. Und jetzt erwartet uns das kommende Spiel Empor am Donnerstag. Genau. Ja, was erwartet uns da, Robert? Ja, Empor ist immer eklig, das wissen wir seit Jahren. Die geben immer Vollgas, die werden immer sich voll reinschmeißen. Die sind jetzt auch personell wieder gut aufgefüllt. Also da wird uns auf jeden Fall auch ein rassiges Spiel erwarten. Aber ich sag, wir halten dagegen. Wir haben eine gute Truppe beisammen und werden auch da weiter dran arbeiten, den Berliner Meistertitel mitzunehmen. Super. Co-Trainer Robert Dierichen, herzlichen Dank und einen schönen Sonntag, Robert. Tito, ciao. Bis dann. Birki, du bist nicht aus Zufall jetzt gerade hier? Ja. Ich habe dich jetzt vor der Kamera, weil der Platz so ziemlich schwer war, ja. Auch für deinen Torhüter. Ja. Erzähl mal, unberechenbar, oder? Absolut, ja. Auf dem Platz, da ist nichts mit Schönspielerei, da musst du halt klare Bälle spielen und auf alles vorbereitet sein. Auf so einem Platz kann immer alles passieren. Birki, jetzt gewinnen wir 2-0, das 2-0 zum richtigen Zeitpunkt, um ein bisschen Druck rauszunehmen? Oder? Absolut, ja, absolut. Also wir haben es auch nach dem Tor, nach dem 1-0 haben wir es dann auch versucht gut auszuspielen und haben auch gut gemacht. Und ja, das 2-0 war dann halt so das i-Tüpfelchen auf diesem Kampfspiel, was wir uns auch vorher auch eingelassen haben. Super, Torwarttrainer Gökhan Aydin, herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch. Danke ebenfalls. Abonnier gerne unseren YouTube-Kanal und verpasse keine Highlight-Folge mehr in Zukunft. Gerne kannst du uns auch auf Instagram folgen.